Im Jahr 44 vor Christus erstreckt sich das Römische Reich über den gesamten Mittelmeerraum. Julius Caesar hat sich zum Diktator auf Lebenszeit ernennen lassen. Viele der römischen Senatoren sind Anhänger der Republik und fürchten, dass er sich zum Tyrannen erheben will. Unter ihnen auch Cassius und Brutus, die erbittertsten Gegner Caesars. Am 15. März begleitet Marcus Antonius, Caesars rechte Hand, den Diktator zu einer Senatssitzung. Doch er wird aufgehalten und kann so nicht verhindern, dass Caesar schutzlos in die Hände einer Gruppe Verschwörer fällt. Brutus und Cassius haben zum Mord an dem Diktator angestiftet. Im Namen der Republik. Und um Rom vor seiner Tyrannei zu bewahren. Antonius flieht. Antonius war Caesars Freund und Unterstützer. Als zweitmächtigster Mann des Reiches muss auch er nun um sein Leben bangen. Inzwischen brechen in Rom Tumulte aus. Zwei Lager stehen sich gegenüber. Republikaner und Anhänger Caesars. Die glauben, Rom sei verflucht, weil ein Gott ermordet wurde. Die Stimmung ist aufgeheizt und gefährlich. Es droht ein Bürgerkrieg. Caesars Geliebte Kleopatra erwartet ein Kind von ihm. Als sie seine Todesnachricht erhält, sieht sie ihr gesamtes Reich in Gefahr. Stunden nach dem Mord erfährt Antonius, dass die Caesar-Mörder noch keinen politischen Nachfolger haben. Man wollte zunächst nur den Tyrannen töten. Das bedeutet, in Rom ist die Position des Machthabers unbesetzt. Antonius wittert seine Chance. Rom befindet sich im Ausnahmezustand. Es herrscht Angst vor einem Bürgerkrieg. Antonius beruft den Senat ein. Die Stimmung unter den Mördern und Anhängern Caesars ist angespannt. Rom steht kurz vor einem Aufstand. Die Menge grollt. Sie kann sich auch an euch vergreifen. An euren Häusern, euren Familien, an euren Leuten. Ich möchte euch vor Unheil bewahren. Hütet euch vor dem Schmerz eines Volkes, das plötzlich verwaist, zu den Waffen greift. Caesar, der Wohltäter, ist ermordet worden. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen oder um euer aller Leben bangen. Ihr habt Wohnsitze auf dem Land. Ein Aufenthalt dort wäre gut. Ich kenne dich, Brutus. Und ich weiß wohl, dass du im Namen der Freiheit gehandelt hast, die dir so wichtig ist. Du hast ein Ideal verteidigt. Ich schlage vor, dass der Senat alle Verschwörer begnadigt, Caesars Verfügungen aber anerkennt. Et omnia acta Caesaris rata sint.
Hast du, der du meinst, Cäsars Verfügungen sollten aufgehoben werden, dir die Frage gestellt, wem du die Ausübung deines Amtes verdankst? Wessen Freigebigkeit du dein prachtvolles Haus verdankst, in dem du so gerne Gäste empfängst? Ich appelliere an euren gesunden Menschenverstand. Wenn wir die Verfügungen Cäsars nicht anerkennen, werden wir alles verlieren. Mit welcher Berechtigung erlaubt ihr euch in diesem Fall über das Schicksal der Republik, das Schicksal Roms und des Volkes zu entscheiden? Jeden Tag versammeln sich die Veteranen Cäsars. Wer unter euch will ihnen sagen, dass sie die Ländereien, die sie bewohnen, zurückgeben müssen, da ihr die Anordnungen Cäsars nicht mehr anerkennt? Antonius wusste, dass Cäsars Tod auch seine eigene persönliche Katastrophe werden könnte. Denn ihm verdankte er seine gesamte Karriere. Damit könnte nun auch seine Laufbahn vorbei sein. Die Drahtzieher der Verschwörung hat jeder gekannt, Brutus und Cassius. Brutus war kein Soldat, er war Philosoph, ein großer Senator. Shakespeare sagte über ihn, dass er ein Ehrenmann gewesen sei. Cassius war wirklich ein Mörder. Und der andere galt als Symbol der republikanischen Tugend. Antonius gelingt es zunächst, einen Bürgerkrieg zu verhindern. Er stellt den öffentlichen Frieden wieder her. Nun fordert er, dass Caesars Testament eröffnet wird. Freunde, bitte, beginne die Verlesung. Antonius hat stets an der Seite Cäsars gelebt und gekämpft. Der Diktator hat ihm vertraut. Nun hofft Antonius, der Erbe Cäsars zu sein. Gaius Julius Caesar. Julius Cäsar ernennt Gaius Octavius, seinen Großneffen, Sohn seiner Nichte Attia, zum Haupterben und adoptiert diesen gleichsam. Er hinterlässt dem römischen Volk seine an den Tiber grenzenden Gärten und 300 Sesterzen pro Bürger. Antonius war sicher enttäuscht. Er hat sich etwas ganz anderes erhofft. Cäsar hatte offensichtlich eine Vorliebe für seinen erst 18-jährigen Großneffen entwickelt und ihn erst 6 Monate zuvor in sein Testament aufgenommen. Dass die Adoption geheim war, lässt vermuten, dass Cäsar womöglich sein im September 45 verfasstes Testament noch ändern wollte. Er hätte ja noch einen eigenen Sohn haben oder einen anderen Erben einsetzen können. Ihm blieb jedoch keine Zeit für Änderungen. Es ist ein privates Testament. Man kann nicht von einem politischen Erbe sprechen, denn Rom ist noch immer eine Republik. Deshalb kann Cäsar seinem Erben kein Königreich vermachen. Antonius nutzt Cäsars Bestattung, um doch noch an dessen Erbe zu gelangen. Er will Rom davon überzeugen, dass er nun der wahre Hüter über Cäsars Vermächtnis ist.
Wäre Caesar als einfacher Mann gestorben, dann gäbe es keinen Grund für lange Reden. Da er jedoch zum Zeitpunkt seines Todes das höchste Staatsamt bekleidete, darf ich nichts von dem verschweigen, was gesagt werden muss. So sei es. Jener Vater, wiewohl er Pontifex Maximus und Sakrosant war, jener Gott wurde von Freunden, von Bürgern ermordet. Er, den kein Feind hatte töten können. O Caesar, was haben dir deine Gnade, deine Unantastbarkeit, deine Gesetze genützt? Dass du brutal von deinen Freunden ermordet wurdest. O Schmerz! O weißes Haar von Blut getränkt! Deine Toga in Fetzen. Es scheint, als habe sie dich nur gekleidet, damit du in ihre Falten gehüllt erstochen werden konntest. Bei Jupiter, dem Bewahrer Roms, bei den himmlischen Göttern, schwöre ich, dass ich Caesars Tod rächen werde. Antonius trifft den Nerv des Volkes. Er will die Leiche verbrennen. Doch die Menge kommt ihm zuvor. Sie entflammt die sterblichen Überreste Caesars, Waffen, Kleidung und Schmuck und begründet so die Anfänge des Caesar-Kultes. Auf Caesars Bestattung spielt Antonius sehr geschickt ein doppeltes Spiel. Er ruft zwar nicht direkt zur Rache auf, aber alles läuft letzten Endes darauf hinaus, da er den Zorn des Volkes über den Undank von Caesars Mördern provoziert. Nachdem sie öffentlich an den Pranger gestellt werden, fliehen Brutus und Cassius. Doch sie sind nicht die Einzigen. Auch Kleopatra kehrt nach Ägypten zurück. Ägyptens Königin Kleopatra hat mit Julius Caesar ihren Liebhaber und den Beschützer ihres Reiches verloren. Ägypten ist der Getreidespeicher des Mittelmeerraums. Rom blickt voller Neid auf Alexandria, die Stadt mit dem größten Hafen des östlichen Mittelmeeres. Die kluge und weitsichtige Kleopatra ist sich der Bedrohung bewusst. Die Römer verachten die ägyptische Königin aus drei Gründen. Sie ist eine Frau und sie sind frauenfeindlich. Sie ist Königin und Rom lehnt die Monarchie ab. Außerdem ist sie eine Fremde. Vor allem gegenüber Menschen aus dem Osten ist man damals fremdenfeindlich. Kleopatra sieht nicht nur ihr Königreich, sondern auch ihren Sohn gefährdet. Gründe genug zu gehen. Sie ist damals 25 Jahre alt. Zur selben Zeit kehrt Caesars rechtmäßiger Erbe nach Rom zurück, sein Großneffe Octavian. Hier ist Gaius Julius Caesar Octavianus. Octavianus! Hurra!
Octavian und Antonius haben von Anfang an ein sehr kühles Verhältnis zueinander. Octavian entwickelt Ehrgeiz und intrigiert gegen Antonius. Er schmeichelt den Senatoren, wirbt Veteranen an und untergräbt die Moral der Legionen. Der erst 19-jährige Erbe gewinnt politischen Einfluss und militärische Macht. Eineinhalb Jahre lang sammeln die flüchtigen Cäsar-Mörder Brutus und Cassius Legionen im Osten. Brutus unterwirft Griechenland und Makedonien. Cassius erobert Syrien. Sie werben Veteranen an, erheben hohe Steuern und bereiten sich so auf den drohenden Bürgerkrieg gegen die Anhänger Cäsars vor. Wir haben 20 treue Legionen. Und dank der Steuern mangelt es uns auch nicht an Geld. Lasst uns den Göttern danken, die uns mächtige Truppen zur Verteidigung von Recht und Republik schenken. Angesichts dieser Bedrohung durch Cassius und Brutus verbündet sich Antonius mit Octavian, trotz ihrer schwerwiegenden Differenzen. Gemeinsam mit Lepidus, dem Stellvertreter Cäsars, bilden sie ein Triumvirat, ein autoritäres Regime. Für die Dauer von 5 Jahren teilen sie die Regierungsgewalt unter sich auf. Zunächst entledigen sich Antonius und Octavian der Feinde in den eigenen Reihen. Sie exekutieren ihre Gegner, erklären Senatoren und Ritter für vogelfrei. Das sät Angst und Schrecken. Sie konfiszieren die Besitztümer der Geächteten, erheben zusätzliche Steuern und füllen auf diese Weise ihre Kriegskasse. Panisch versuchen viele Aristokraten zu fliehen, doch nur wenige entkommen. Das grausame Bündnis der beiden eigentlichen Rivalen hat nur ein Ziel: die Machterhaltung der Cäsarianer. Gemeinsam verfolgen sie Cäsars Mörder Brutus und Cassius bis in die griechische Tiefebene bei Philippi. Antonius macht sich als erster mit seinen Legionen auf den Gewaltmarsch. Seine Truppen legen innerhalb von nur 10 Tagen mehr als 500 Kilometer zurück. Zwischen 2 Anhöhen, nahe der Stadt Philippi, haben Brutus und Cassius ihre Armeen stationiert. Brutus' Lager liegt am Wald, in steilem Terrain. Cassius' Armee hat im unwegsamen Sumpfland Stellung bezogen. 2 Kilometer davon entfernt, in ungeschützter Ebene, sammelt Antonius seine Legionen. Die 2 Lager von Brutus und Cassius blockieren die Via Ignatia, die einzige römische Straße, die den östlichen Teil des Reiches vollständig durchquert. Etwa 10 Kilometer entfernt liegt der Hafen von Neapolis, ideal für die Truppenversorgung der beiden Republikaner. Ihr Plan? Sie wollen Antonius mit einem Zermürbungskrieg aushungern. Denn seine Legionen haben weder Trinkwasser noch Zugang zum Meer. Aus Alexandria kündigt sich Hilfe an. Cäsars ehemalige Geliebte Kleopatra schickt Antonius eine Flotte nach Neapolis. Ihre Kriegsschiffe sollen den Zugang zum Meer erkämpfen und die Versorgung seiner Truppen sicherstellen. Doch schon bevor die Hilfe eintreffen kann, befiehlt Antonius den Angriff auf seine Widersacher.
Das Heer von Cassius verschanzt sich hinter einer gewaltigen Palisade. Ein scheinbar unüberwindbares Hindernis. Aber Antonius findet einen Weg, die Barriere zu umgehen. Unbeobachtet lässt er in weniger als 10 Tagen eine Route durch den Sumpf schlagen und kann nun Cassius aus 2 Richtungen angreifen. Cassius war eindeutig der gefährlichere Gegner von den beiden. Im Gegensatz zu Brutus hatte er militärische Erfahrung. Genau aus diesem Grund entscheidet sich Antonius, ihn zuerst zu attackieren. Und er plant einen weiteren Angriff. Der junge Octavian soll eine 2. Front eröffnen, um das Lager von Brutus zu stürmen. Doch Octavian scheint dazu nicht in der Lage zu sein. Zwei Tage zuvor kommt er im Lager an, zu schwach zum Reiten. Seit dem Aufbruch aus Rom ist er krank und erholt sich nur langsam. In seinen Memoiren berichtet er später von einer düsteren Vorahnung seines Arztes. Sie lautet: Sollte Octavian zum Kampf erscheinen, wird dieser für ihn tödlich enden. Es ist ein furchtbarer Krieg, brutal und grausam. Alle Soldaten sind Bürger Roms. Die Truppen, die einander bei Philippi gegenüberstehen, sind riesig. Antonius und Octavian befehlen 19 Legionen mit zusätzlich etwa 17.000 Reitern. Brutus und Cassius verfügen über 17 Legionen mit etwa 20.000 Reitern. Mit ungefähr 100.000 Mann auf beiden Seiten sind die Kräfte fast ausgeglichen. Antonius' Legionen gelingt es, die Palisade zu durchbrechen. Seine Soldaten bezwingen den Feind im Nahkampf. Cassius wird mürbe. Wenn die Schlacht ungünstig ausgeht, wollt ihr dann lieber fliehen oder sterben? Ich fürchte den Sieg der Feinde nicht. Zur selben Zeit greift Brutus das Lager der Caesarianer an. Octavian ist verschwunden. So kann er die feindliche Stellung mit Leichtigkeit erobern. Soldaten Roms, kämpft, um Caesars Ermordung zu rächen. Antonius teilt seine Kavallerie. Die erste Gruppe greift die feindliche Infanterie von hinten an. Er selbst führt die 2. Gruppe und stürmt das Lager von Cassius. Von seinem Standort aus kann Cassius den Kampf nicht einschätzen. Er fürchtet, sein Verbündeter sei dem Gegner in die Hände gefallen und fordert den Ehrentod. Ich habe zu lange gezögert. So muss ich nun mit ansehen, wie der gewissenhafteste Freund Brutus von den Feinden gefangen genommen wird.
Warum erlöst du mich nicht von meiner Schande? An der einen Front trägt Antonius einen glänzenden Sieg davon. Er hat die Festung überwunden und das Lager von Cassius eingenommen. An der anderen hat Brutus gesiegt. Cassius hatte sich getäuscht. Cassius hat die Lage falsch eingeschätzt, vermutlich aufgrund des unübersichtlichen Kampfes. Er starb an seinem 45. Geburtstag. Er genoss höchste Achtung bei seinen Truppen. Er war der beste General der republikanischen Armee. Cassius selbst Mord ist Brutus teuer zu stehen gekommen. 12 Kilometer entfernt in Neapolis spielt sich zeitgleich zu den Kämpfen an Land ein Seegefecht ab. Brutus und Cassius Schiffe blockieren weiterhin den Zugang zum Meer. Antonius Hoffnung auf Nachschub bleibt aus. Die versprochenen Schiffe Kleopatras sind nicht gekommen. Ansonsten wäre diese Schlacht womöglich anders ausgegangen. Kleopatra hat Alexandria verlassen. Führt die Armada sogar persönlich an. Doch dann macht das Wetter ihren Plan zunichte. Wir werden das hier nicht überleben. Die gesamte Flotte Rückzug antreten. Wir kehren um. Kleopatras Seeleute sind dem aufgewühlten Meer hilflos ausgeliefert. Der Sturm zwingt sie schließlich zum Aufgeben. Weil Kleopatras Schiffe nie bei den Caesarianern ankamen, hat man ihr unehrliche Motive unterstellt. Doch tatsächlich hat ein Unwetter sie zum Umkehren gezwungen. Bis dahin weiß sie nichts von dem halben Sieg der Caesarianer. Antonius hat zwar Cassius besiegt, auf der anderen Seite bezwang Brutus aber Octavian. Sie ahnt jedoch, dass sie auch dann nicht in Sicherheit ist, wenn die Republikaner geschlagen sind. Kann sie sich auf die Caesarianer verlassen? Würde Octavian sie mit Wohlwollen empfangen oder Caesarion ihren und Julius Caesars vierjährigen Sohn als potenziellen Rivalen bekämpfen? Sie muss das Ende der Auseinandersetzung abwarten. Ich habe von deiner Krankheit gehört. Geht es dir besser? Ja. Der Ruhm des einen, des wahren Caesar, mag ewig währen. Es lebe Antonius! Es lebe Antonius! Es lebe Antonius! Es lebe Antonius! Der militärische Erfolg macht Antonius zunächst zum legitimen Nachfolger Caesars. Cassius war der letzte Römer. Niemals wird Rom wieder einen Mann solchen Mutes hervorbringen. Wir müssen ihn im Geheimen in Thasos beerdigen. Eine große Bestattung würde unsere Truppen demoralisieren. Brutus, Cassius' Soldaten klagen dich heimlich an. Sie schämen sich ihrer Niederlage und zweifeln jede deiner Entscheidungen an. Sie hassen die Sieger und rufen nach Vergeltung. Sag unseren Männern, dass sie heute einen großen Sieg davongetragen haben. Und dass nicht viel zu einem völligen Sieg gefehlt hätte, wären sie nicht so in Eile gewesen, das Lager Octavians zu plündern, anstatt unsere Feinde endgültig zu besiegen. Aber der Feind ist in Bedrängnis. Er kann sich nicht lange halten.
Je geduldiger wir also ausharren, desto größer wird unser Sieg sein. Brutus mahnt seine Männer zu Recht, zu Geduld. Mit der Zeit wird Antonius Armee in Schwierigkeiten geraten. Brutus kann auf die Hilfe seiner Flotte zählen. So könnte er die Schlacht gewinnen, möglicherweise auch den Krieg. Ihr wollt Soldaten sein? Ihr seid ängstliche Weiber! Ängstliche Weiber! Jeden Tag provozieren Antonius' Legionen die Brutus-Soldaten mit schmachvollen Beleidigungen. Brutus ist auf sich allein gestellt, ohne den Rat von Cassius. Doch er vertraut fest auf seine Strategie, die gegnerischen Truppen auszuhungern. Deshalb zögert er den finalen Kampf hinaus, den die Caesarianer unaufhörlich provozieren. Brutus erkennt, dass die Caesarianer einerseits unter dem Verpflegungsmangel und andererseits unter den Bedingungen eines außergewöhnlich harten Herbstes leiden. Er weiß, dass sie ihm ausgeliefert sind. Im Lager von Antonius und Octavian fordert die Mangelernährung viele Opfer. Der Hunger nimmt den Soldaten die letzte Motivation. Die Soldaten sind am Ende ihrer Kräfte. Nicht selten friert es in den frühen Morgenstunden. Seit der Seeweg endgültig verloren ist, trifft immer seltener Nachschub ein. Aber auch unter Brutus' Legionären ist die Stimmung angespannt. Sie langweilen sich und brennen auf Rache. Um sie geduldig zu stimmen, lässt Brutus sie gut verpflegen, bietet ihnen doppelten Sold und schenkt seinen besten Offizieren Rüstungen aus Silber. Brutus' Autorität ist inzwischen auf ein Minimum reduziert. Er schafft es nicht, sich durchzusetzen oder seine Truppen zu kontrollieren. Die Stimmung im Lager wird immer schlechter. So zieht er am 23. Oktober in die entscheidende Schlacht. Dabei ist es um die Moral in der Armee der beiden Triumviren deutlich schlechter bestellt als in seiner. In Wahrheit hat er Angst, dass man ihn für feige halten könnte, wenn er den Kampf verweigert. So folgt er letzten Endes dem Willen seiner Armee und beschließt, in die Schlacht zu ziehen. Mir scheint, ich führe künftig den Krieg wie Pompeius Magnus. Nicht mehr als Kommandeur, sondern als Kommandierter. Weil dem so ist, ziehen wir in die Schlacht. Als Parole gebe ich Apollo aus, auf dass dieser uns beschütze. Brutus nimmt den Kampf an. Es lebe Marcus Antonius! Es lebe Marcus Antonius! Es lebe Marcus Antonius! Drei Wochen lang haben die Caesarianer an der Frontlinie gewartet. Und drei Wochen lang haben sich die Republikaner ihnen verweigert. Der Kampf beginnt.
Antonius schwört seine Truppen ein, wie der Geschichtsschreiber Appian berichtet. Jetzt, Kameraden, haben wir endlich die Feinde gestellt. Wir können sie nun außerhalb ihrer Festung packen. Dass mir keiner von euch Schande macht und hinter seiner Drohung zurückbleibt. Und niemand aus eurer Mitte ziehe den Hunger vor, der sich doch der Tapferkeit, dem Schwert und der Verzweiflung unterwerfen muss. Heute muss die allgemeine Entscheidung fallen. Entweder vollständiger Sieg oder ehrenvoller Untergang. Die Schlacht bei Philippi wird ein Konflikt der politischen Konzepte. Auf der einen Seite kämpfen die Legionen des Cäsar-Mörders Brutus für die Freiheit der Republik. Auf der anderen Seite die Cäsarianer. Die eigentlichen Rivalen sind Verbündete im Kampf, Antonius und Octavian. Im Namen Cäsars kämpfen sie für die Größe Roms. Republikanische Ideale stehen dem monarchischen Geist gegenüber. Einer der besten Offiziere von Brutus läuft zum Feind über. Und Brutus ruft zum Angriff. Ihr wart es, die den Kampf wollten. Ihr habt mich dazu gezwungen, wiewohl ich anders hätte siegen können. Enttäuscht nicht meine oder eure eigenen Hoffnungen. Ihr habt den Vorteil der höher gelegenen Stellung und wisst, dass alles, was hinter euch liegt, gesichert ist. Die Feinde hingegen befinden sich in einer ungewissen Lage. Stehen sie doch zwischen euch und dem Hunger. Antonius hat einen raffinierten Schlachtplan. Die Strategie des kriegserfahrenen Kämpfers ist so einfach wie brillant. Zunächst stellt er seinen rechten Flügel sehr breit auf. Dadurch muss der Gegner seine Schlachtreihe lockern und schwächt damit die eigene Mitte. In diese Gasse stößt Antonius mit seiner Kavallerie vor. Nun muss er Brutus' Soldaten nur einkreisen und einen Zangenangriff starten, mit tödlichen Folgen für den Gegner. Noch hält Brutus die Stellung gegen die Cäsarianer. Aber das geschwächte Zentrum seiner Truppen wankt bereits. Er versucht, die Moral zu stärken und ruft zur Verteidigung der Republik. Entweder wird mein Sieg den Römern die Freiheit zurückgeben oder mein Tod mich aus der Knechtschaft befreien. Noch ist nicht sicher. Werden wir in Freiheit leben? Oder sterben. Beide Seiten kämpfen mit brutaler Härte. In den Aufzeichnungen des Geschichtsschreibers Appian heißt es: Während die einen mehr um Selbsterhaltung als um Sieg fochten, ging es den anderen darum, ihrem Feldherrn, den man zu diesem Schritt gezwungen hatte, Genugtuung zu leisten. Grässlich waren Blutbad und Schmerzensschreie. Antonius hindert die Republikaner daran, in ihre Festung zu fliehen. Brutus' Truppen kapitulieren unter seinem Druck. Am Ende dieser zweiten Schlacht entkommt Brutus. Seine Niederlage ist der Preis dafür, dass er den Beginn des Kampfes von seinen Legionären bestimmen ließ. Antonius' brillante militärische Strategie führt zum Erfolg. Der Sieg über Cassius macht den unerfahrenen Brutus verwundbar.
30.000 Soldaten sterben in dem Bürgerkrieg, einem der blutigsten der Antike. Sie waren alle Römer, ausgestattet mit denselben Waffen. Und sie sprachen dieselbe Sprache. Aber sie kämpften gegen die eigenen Freunde, sogar gegen ihre Eltern und Brüder. Brutus zieht den freiwilligen Tod einer demütigenden Gefangennahme vor. Seine letzten Worte sind wie folgt überliefert. Tugend, du warst nichts als ein Name. Ich pflegte dich wie eine Tatsache und du warst die Sklavin des Zufalls. Mit Brutus' Tod erlischt in Roms Senatoren der letzte Funke von Republikleidenschaft. Der Leichnam wird Antonius, dem Sieger, übergeben. Er wird ein großes Begräbnis erhalten, bringt seiner Mutter seine Asche. Das ist nicht nötig. Schneidet ihm den Kopf ab und bringt ihn nach Rom. Er soll Beweis unseres Sieges sein. Antonius und Octavian feiern ihren Triumph. Caesar ist gerecht und ihrer beider Macht gesichert. Die Republik Rom ist nach 500-jährigem Bestehen auf dem Schlachtfeld gefallen. Das römische Volk ist erleichtert. Endlich herrscht wieder Frieden. Octavian und Antonius teilen das römische Reich in zwei Machtbereiche. Octavian erhält den Westen. Antonius, der wahre Sieger, sichert sich den Osten, den wohlhabenderen Teil des Reiches, samt dem prächtigen Alexandria. Kleopatra ahnt, dass Antonius sich an ihr rächen will, weil sie ihm in der Schlacht von Philippi die versprochene Hilfe schuldig geblieben ist. Für Antonius bedeutet Alexandria mehr als nur ein strategischer Stützpunkt für Expansionskriege. Die Stadt gilt auch als mächtiges Handelszentrum. Die Herrschaft über Ägypten ist eine wichtige politische Frage für die Römer. Die neuen Beherrscher des Mittelmeerraums heißen Antonius und Octavian. Wird der Frieden im Römischen Reich dem Machthunger der beiden Regenten standhalten?